Hallo und willkommen zum Snobcast Nummer 15. Heute mit dem Thema antike Literatur. Und ich bin hier wieder mit meinem Co-Host mit dem schicken Künstlernamen Tom. Hallo, ich bin's, Tom. Tom, bist du hyped? Ich bin gehypt für unsere lang erwartete Rückkehr. Ja, okay, vielleicht müssen wir das nicht nochmal erörtern, oder? Dass wir nicht dann so jede Folge, die wir einmal im Jahr machen, als Comeback anpreisen müssen. Oder was meinst du? Ich meine, ja doch, wir können es natürlich auch machen. Wir können es machen. Die Frage ist, wie viel Sinn es hat, was als Comeback anzupreisen, wenn man nie so wirklich da ist. Ja, nein. Ja, okay. Aber also genug der Selbstreferenz, zumindest größtenteils. Antike Literatur wollen wir machen. Vielleicht wäre es sinnvoll, da erstmal vorzuschicken, wie wir uns das so ungefähr vorstellen. Vielleicht mal zur Eingrenzung. Wir haben ja jetzt nicht wirklich vor, hier einen Kanon zu erstellen, oder? Genau, ja. Ich meine, antik fällt halt ja auch super viel drunter, ne? Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob es Sinn macht, überhaupt nur den Begriff antik jetzt in Bezug auf Literatur näher zeitlich zu fassen. Weil das so viel ist, dass und der Streit dann um die klare Abgrenzung ja auch nicht jetzt irgendwie für uns super nützlich wäre. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel, vor allem dann auch das, woran man halt bei Klassikern heute so denkt. Ich habe, also zuerst mal, ich habe den Eindruck, es wird vermutlich relativ griechisch heute, wenn wir uns da ein bisschen mehr festlegen wollen. Und also du hast es gerade gesagt, ja, der Zeitraum ist relativ groß. Wir sprechen hier quasi von Vorgeschichte bis Spätantike eben. Wir kennen auch nicht alles. Wir sind jetzt sicher auch keine Wissenschaftler in diesem Bereich. Aber ich denke, was wir versuchen möchten, das ist, also zunächst mal natürlich wir werden einige bekanntere Werke besprechen. Wahrscheinlich auch so bekannt, dass es eher unoriginell ist, aber man kommt an ihnen eben nicht vorbei. Und unser Ziel ist es eher so allgemein, Motive darzustellen, oder? Mhm. Kann man das so sagen? Genau, ja. Ich meine, wir haben weder den Anspruch, eine komplette Literaturgeschichte zu geben. Und ich weiß, dein Altgriechisch ist begnadet. Der Anspruch ist jetzt auch irgendwie nicht altphilologisch. Vergleichen jetzt irgendwie sprachlich großartige Sachen zu machen. Sondern halt für unsere bescheidenen Zwecke. Ja, ist ja auch unsere Freizeit, ne? Mhm. Jo. Ich meine, ich hätte natürlich gerne ein bisschen was von deiner eigenen altaramäischen Dichtung gehört, aber ja, vielleicht in einer anderen Folge. Lass mich kurz meine Leier holen. Und mein trompetenartiges Holzinstrument. Mit denen Leute immer zur Schlacht rufen. Hast du die Leier schon neu bespannen lassen? Ich habe gar keine Ahnung, womit wurden Leiern bespannt? Sind das Tierhaar? Ist das irgendwie geflochtenes Seil? Weiß ich nicht, vielleicht auch Sehnen oder sowas. Ja. Okay, dann lass uns doch mal überlegen, wie wollen wir starten? Wir können es ja mal mit freier Assoziation versuchen. Irgendwie, was verbinden wir? Oder nee. Wir müssen anders starten. Ich würde sagen, wir müssen starten, indem wir als erstes mal die Musen anrufen, oder? Das ist keine schlechte Idee. Ich weiß nicht mehr, ob ich die alle perfekt hinkriege. Es sind 9, oder? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, ich glaube schon. Ich erinnere mich, es waren glaube ich 9 verschiedene und sie hatten alle ihre Unterbereiche. Und das letzte Mal, dass ich sie mir angeschaut habe, war das, was mir glaube ich aufgefallen ist, dass sie teilweise
so Sachen hatten, die ich halt gar nicht so groß irgendwie mit Kunst oder mit irgendwie einer größeren Relevanz verbinden würde. Ja. Was dann, glaube ich, zum Teil auch der Zeit geschuldet ist. Also, dass es da irgendwie eine extra, dass es da jemanden gibt, der irgendwie für die Spinnkunst und Vergleichbares zuständig ist. Das wäre mir darunter erstmal nicht eingefallen. Aber wie sollen wir sie anrufen? Lass mich mal nachsehen. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Für uns wichtig: Clio, Muse der Geschichte. Calliope, Hauptmuse, Muse für Seitenspiel, heroische Dichtung und Epik. Das klingt schon mal richtig. Jo, Thalia vielleicht noch, Komödie, Unterhaltung, ländliche Dichtung. Ich glaube, damit haben wir schon einiges, oder? Ja. Wie ist der Status? Die Musen selber sind Götter? Sind nicht Götter, oder? Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Weiß nicht, ob sie irgendwie Halbgottstatus haben. Na doch, ich glaube, sie sind halt Schutzgöttinnen. Also da gab es ja auch bei den Griechen jetzt nicht so die riesige Grenze für, denke ich. Also, ja. Aber du hast jetzt auch nicht im Kopf irgendwie, weil das ist ja das Schöne, was man oft mit der griechischen Mythologie machen kann. Dass du irgendwie deine Götterabstimmungsverhältnisse hast. Sowas hast du auch nicht im Kopf, ne? Dass das irgendwie Hauptgötter und Kinder des Zeus sind. Leider nicht, ja. Ja. Aber damit haben wir vielleicht schon ein bisschen zu sehr theoretisiert. Aber ich glaube, ich sag jetzt einfach mal. Der Punkt ist, glaube ich, schon treffend, weil es ist irgendwie was sich bis heute in seinen Sprachgebrauch eingegliedert hat. Und was irgendwie auch als Idee ziemlich überzeugend ist, nämlich dass, wenn Leute irgendwie in künstlerische Produktion verwickelt sind, dass sie da Dynamiken unterworfen sind, die nicht irgendwie nur rein aus ihnen rauskommen, sondern dass sie da irgendwas machen, was irgendwie auch außerhalb von ihnen selber liegt. Ja, es ist ein Versuch, Inspirationen zu fassen irgendwie, ne? Also so wie es bei den antiken Göttern ja eigentlich immer war, die Personifizierung von irgendwas waren, habe ich da eben Inspiration. Genau, aber wo wir irgendwie Zeus mit dem Blitzewerfen leicht ablösen können, durch irgendwie ein naturalistisches Verständnis, scheint uns das mit Inspiration ja nicht so einfach zu fallen. Nee. Also Leute wenden sich nicht irgendwie an ihre Dopaminrezeptoren und wünschen sich davon dann irgendwie großartige Effekte. Ja, auf der anderen Seite, naja, Leute wenden sich natürlich auch nicht irgendwie an die, oder erzählen jetzt nicht irgendwelche großen Geschichten über die Naturwissenschaften und die eigentlichen Dynamiken hinter der Entstehung von Blitzen, ne? Also vielleicht ist unsere Welt auch einfach so ein bisschen entzaubert in der Richtung. Ja, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, der Teil scheint ja nicht besonders gut entzauberbar zu sein. Ja, nee, hast recht. Ich meine, du kannst es halt einfach aufgeben. Stimmt. Und kannst den Dichtband halt durch das Telefonbuch ersetzen. Aber dann scheinst du das halt einfach gar nicht mehr zu machen. Das, worum es da geht. Jo. Einfach nur jetzt, um die Rückbindung zu halten, also die Rückbindung, warum ist es vielleicht was Interessantes? Warum haben so bestimmte Ideen sowie immer noch diese spezifischen mythologischen Ideen, die sowohl von Musen als auch von dem ganzen Kanon der antiken Literatur haben. Warum haben sich so gewisse Ideen extrem gut rüber gerettet und finden vielleicht auch in neueren Umsetzungen immer noch Anwendung? Wir können vielleicht mal um hier auch den Ansatz zu finden. Also die Musen werden ja in der Regel am Anfang des Werkes einmal vor allem angerufen.
Ich dachte mir, ich könnte vor allen Dingen mal einen vielleicht etwas längeren Teil zitieren, der Einleitung eines berühmten Epos. Eine Sekunde, ja. Musen am Helikon, ihr von euch beginne ich zu singen, die des Helikon Höhe, die heilige Große bewohnen und um die bläuliche Quelle mit zart geschmeidigen Füßen tanzen um den Altar des kampferprobten Kronion. Wenn sie den zarten Leib sich im Permessos gereinigt oder am Rossquell oder der heiligen Flut des Olmeus, herrliche Reigen schlingen sie auf des Helikon Gipfel, anmutsvolle und schwingen im Tanze rührig die Füße. Denn von dort sich wendend, in dichtem Nebel geborgen, wandern sie in der Nacht und senden köstliche Kunde, preisend den Herrn der Ägis, den Zeus und die mächtige Hera. Argos Göttin, die schreitet dahin auf goldenen Sandalen, auch des gewaltigen Zeus blauäugige Tochter Athene, Phoibos Apollon dazu und Artemis, Pfeile beseligt, und auch den Erdenerschütterer, den Länderumschlinger Poseidon. Themis, die würdige und mit leuchtendem Blick Aphrodite. Hebe, die goldbekränzte und die schöne Dione, Leto, Japtetos und dazu den verschlagenen Kronos. Eos, des Helios Macht und die leuchtende Göttin Selene. Und die finstere Nacht, den großen Ozeanos, Gaia und die geheiligte Sippe der anderen ewigen Götter. Jene nun lehrten auch den Hesiodos edle Gesänge, wie er Lämmer betreut an des heiligen Helikon hängen. So begannen zu mir zuerst die olympischen hehren Musen zu reden, die Töchter des Aegis schwingenden Gottes, Hirten vom Lande, ihr Lumpengesindel und lediglich Bäuche, seht, wir reden viel Trug, und wenn es wie Wirklichkeit klänge, seht aber, wenn wir gewillt, verkünden wir lautere Wahrheit. Sehr schön. Das ist der Anfang, denke ich doch, das ist der Anfang von Hesiods Theogenie, also eines Epos, in dem er die Entstehung der Götter besingt. Und da haben wir, denke ich, schon einiges Typisches drin. Einmal die Anrufung der Musen als so Stilmittel, würde ich sagen. Obwohl hier ja auch eingebettet in praktisch eine Anrufung, eine Lobpreisung der restlichen Götter auch. Genau. Genau, und also überhaupt so diese ganze irgendwo sehr direkte Verbindung zu diesem Götterreich. Ne? Also er redet hier nur mit den Musen, aber ja, er redet halt mit ihnen. Ne? Obwohl der letzte Teil sich auf eine interessante Weise vielleicht auch modern angehört hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn ganz verstanden hatte. Aber das schien sich ja so anzuhören, als würde das schon eine Unterscheidung zwischen reell Erzählten und Fiktiven gemacht zu werden. Ja, ich kann es nur mal kurz zitieren, die beiden Zeilen. Seht, wir reden viel Trug, auch wenn es wie Wirklichkeit klänge. Seht aber, wenn wir gewillt, verkünden wir lautere Wahrheit. Interessant. Jo. Ist halt so die Frage, was hier mit Trug gemeint ist. Ne? Ich muss sagen, ich fühle mich da schon fast so ein bisschen erinnert an unsere Mythos-Episode, wo wir darüber gesprochen haben, wie Dinge manchmal nicht wortwörtlich wahr sind, aber wie sie eben auf einer metaphorischen Ebene wahr sein können. Ja. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, das hier zu unterstellen, aber ja, also erinnert mich daran. Aber also das Dichtung. Zumindest für mich hört sich das an nach, bei solchen Urteilen muss man ja verständlicherweise vorsichtig sein, weil durch kulturellen Drift, ne, und durch sprachliche Unterschiede ja viel verloren gehen kann. Aber das hört sich schon sehr stark für mich an nach das, was vielleicht erzählt wird, das nicht wortwörtlich war, aber enthält in einem gewissen Sinn eine tiefergehende erzählerische Wahrheit. Das meine ich, genau. Ja. Genau. Genau. Vielleicht sollten wir dann mal anfangen. Ich habe jetzt hier schon das Wort Epos oder Epik irgendwie in den Raum geschmissen, so ein paar Unterscheidungen zu machen. Also man kann vielleicht ganz grob sagen, das ist jetzt also vor allen Dingen eben der antiken griechischen Literatur entnommen, dass wir so in der wirklichen griechischen Hochliteratur so drei Gattungen haben. Das Epos, das Drama und die Lyrik.
Es gibt tatsächlich auch griechische Romane, wusste ich vor kurzem tatsächlich auch nicht, bis ich mal einen gelesen habe. Würde ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht können wir erstmal diese drei großen unterscheiden. Also ein bisschen problematisch an allen ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich alles Lyrik irgendwo, ne? Also es ist ja alles Dichtung. Ich glaube, beim Drama ist das noch irgendwie härter vielleicht anzugreifen, weil er noch eine andere Darstellungsebene mit verbunden ist. Aber ja, auch da dichten sich die Sachen, obwohl das natürlich jetzt auch im griechischen Kontext, ne, noch was anderes bedeutet, als vielleicht das, was wir uns unter Dichtung vorstellen. Aber genau, in allen dreien kann es um ja, Poetik, Dichtung in einem gewissen Sinn gehen. Der Epos aber mit der Zielsetzung, eine längere Geschichte in Versen zu erzählen, meistens, und das ist ja auch das, was wir dann irgendwie noch mit dem Wort episch verbinden. Größere Helden sagen oder auch mythologische Erzählungen. Das Drama dann als etwas, was auf der Bühne stattfindet und was dargestellt wird. Und die Lyrik dann vielleicht als etwas von der Länge her kürzeres, was halt vielleicht nicht den Anspruch hat, zumindest auf so eine systematische Weise eine längere Geschichte zu erzählen. Ich meine, die Unterscheidung hat sich ja bis heute irgendwie gehalten, auch wenn die Details natürlich immer wieder ein bisschen hin und her verschwimmen und anders verstanden werden. Also zum Beispiel das Genau, Drama müsste sich ja ja. heute ja gar nicht mehr dichten, also das ist ja heute gar nicht mehr der Anspruch zum Beispiel. Ich meine, Ja, ist ja selbst ja, bei der ja. Lyrik nicht der Anspruch, dass sich Sachen zwangsläufig reimen müssen. Nee, nicht wirklich. Nee, aber also Lyrik, so wie ich das jetzt aus der Literatur verstanden habe, also als Lyrik in diesem antiken griechischen Kontext bezeichnet man eigentlich so ziemlich alles, was jetzt nicht unter epische oder dramatische Dichtung fällt. Und das sind eben, also genau wie du es beschrieben hast, vor allen Dingen so diese kürzeren Sachen, ne? Wohingegen, wie gesagt, die Epik eben gerade erzählerische, längere Dichtung ist. Klassischerweise im hexametrischen Versmaß, wobei die Details da umstritten sein mögen. Ich werde noch mal ein bisschen Literatur verlinken. Also für jeden, den das noch weiter interessiert, der mag da gerne nachlesen. Also ein paar Bücher, die wir jetzt auch benutzt haben. Aber das sind erstmal so die drei großen Kategorien, die man kennt. Was ich erstmal ganz interessant finde, das ist. Alles von diesen drei Sachen, das ist ja nichts, was. Also, ich glaube, ich verbinde halt mit Literatur als erstes immer, du hast halt irgendeinen Autoren, der sitzt irgendwo in seiner stillen Kammer rum und schreibt halt an irgendwas rum und dann irgendwann veröffentlicht er das auf irgendeinem Weg und, ne, und so entsteht das dann. Aber Und ist dann irgendwie von ihm wenn. als Person auch in einem gewissen Sinn getrennt. Jetzt also moderne Literatur meinst du, Nein, oder? also wenn wir zum Beispiel über die Lyrik reden, da ist ja auch wirklich der Gedanke, okay, das wird vorgetragen. Beim Drama, okay, Leute stehen dann auf der Bühne. Und vielleicht ist der das Drama geschrieben hat, irgendwie in der Aufführung selbst noch mit verbunden. Während wenn wir irgendwie an so neuere Ideen von Roman und Ähnlichem denken, dann trennt sich das Werk ja relativ krass vom es Produzierenden. Ja, vielleicht könnte man es so sagen, aber also ich wollte auf jeden Fall auf diesen Unterschied hinaus, ne? Also wer in der Antike, das heißt in irgendwo dieser grauen Vorzeit, wo wir ansetzen würden, wo auch immer man dann sagen würde, dass die Antike hier für unsere Zwecke beginnen würde, da wurden diese ganzen Texte ja mündlich weitergegeben, ne? So beim Drama ist es relativ klar, so irgendwer hat sich das ausgedacht, dann wurde es vorgetragen, ja. Und auch bei den anderen Sachen, da haben wir es mit mündlicher Überlieferung zu tun. Und vor allen Dingen zum Epos gehört das ja ganz zentral, dass
die verschiedenen Epen. Dass da vielleicht sogar zweifelhaft ist, ob es da einen Autoren gab, beziehungsweise dass sie vor allen Dingen auf mündliche Erzählungen zurückgehen. Na, also auf mündliche Erzählungen von, und da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen mehr beim Inhalt des Epos, von bedeutenden Menschen und ihren großen Taten. Also das ist vielleicht schon mal etwas, was man festhalten kann für antike Literatur als solche, dass sie zunächst mal eben ihre Ursprünge in diesen mündlichen Überlieferungen hat. Ja, und für die mündlichen Überlieferungen ist ja wahrscheinlich einer der interessanteren Umstände, dass die relativ leicht in auch so eine gewisse kollaborierende Form übergehen. Also vielleicht fängt jemand mit irgendeinem Epos an und andere nehmen den auf, verändern aber vielleicht Elemente. Und das macht auf jeden Fall Fragen nach Autoren wesentlich schwieriger. Ja, also Klassiker halt die homerische Frage, ne? Also gab es wirklich einen Typen namens Homer, der diese Werke so verfasst hat, oder wurde der letztendlich nur so genannt? Hat der nur irgendwelche Sachen aufgegriffen und vielleicht sogar irgendwie perfektioniert, die schon ewig irgendwo rum gegeistert sind? Also eben seit es diese Geschichten tatsächlich mal gegeben hat. Wir wissen es nicht genau und ich würde sagen, in einem gewissen Maße ist es ja auch irrelevant. Aber das sind so Fragen, die sich bei antiken Texten, also vor allem bei den richtig alten, eben immer irgendwie stellen müssen. Obwohl ja, wie uns irgendwie die Geschichte lehrt, ja zumindest gewisse Sachen wahr sind. Also die ganze Geschichte mit Schliemann, wo wir irgendwie ich glaube, er war gar kein Akademiker, sondern nur irgendein mittelmäßig reicher Unternehmer. Irgendwie ein Kaufmann, Ja, genau, der aber sich an antiken Sagen orientiert hat und dann darüber einen archäologischen Fund gemacht hat, von dem alle halt geglaubt haben, dass er nicht möglich ist mit Troja. Also Ich nur finde es das in irgendwie. Hinsicht auf, okay, wie steckt irgendwas Wahres dahinter? Die Frage ist dann eher, okay, wie sind Sachen verballhornt worden? Ja. Ja, gut, aber klar hast du natürlich recht, irgendwas Wahres steckte offenbar schon dahinter, weil er hat sich irgendwie daran orientiert und hat was gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer noch enttäuschend, dass es noch niemanden gegeben hat, also irgendeinen verrückten reichen Menschen, der Atlantis gefunden hat mittlerweile. Ich glaube, da arbeiten aber ziemlich viele verrückte Leute zumindest dran. Ich weiß nicht, inwiefern viele von diesen Leuten reich sind. Der Fairness halber ist Ja, auf jeden aber auch Fall wesentlich diese. schwieriger, in der See Sachen zu suchen, als irgendwie Das im stimmt, Land. ja, das stimmt. Aber weißt du, irgendjemand muss sich halt mal finden, der halt reich und verrückt genug ist, weißt du, und Ja, diese ja. beiden Eigenschaften gut genug vereinigt und dann, Aber ich ja. weiß gar nicht, ob ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß, dass in den sokratischen Dialogen Atlantis mehrmals vorkommt. Gibt es irgendwie anders noch, der darüber großartig redet? Das habe ich nur irgendwie als einzelnen Fakt im Kopf. Das ist auch die Quelle, die ich kenne. Ja, ich glaube da. Kommt es vielleicht sogar her? Ne? Also Ich das ist ja meine, so es die kommt daher, Theorie, ja. das ist ja so die Theorie, dass Platon sich das ausgedacht hat als so irgendwie idealtypischen Staat oder so. Ne? Und das dafür verwenden wollte. Jung. Aber okay, jetzt sind wir ein bisschen weit abgekommen. Ich glaube auch so auf. Ich meine, auch da ist die Abgrenzung natürlich schwierig, ne? Aber so über Philosophie direkt und philosophische Texte ist ja eigentlich nicht so direkt unser Thema. Wir waren, glaube ich, gerade am meisten beim Epos. So, wir hatten schon mal diese beiden Punkte. Hier werden große, bedeutende Menschen und
ihre großen Taten beschrieben. Meinst du, man könnte das irgendwie so generell als eine Eigenheit antiker Literatur ansehen? Würde ich nicht sagen, weil wir ja beim Drama mit dem Gegenstück halt zur Tragödie, mit der Komödie, dann halt den Ort haben, in dem dann halt auch die kleinen Leute zum Zug kommen. Dann zwar größtenteils, um sich irgendwie lächerlich zu machen, aber auch nicht immer vollkommen in Ablehnung. Aber es ist, ich grob als Aussage, lässt sich dem, glaube ich, zustimmen. Das ist auf jeden Fall eine Konzentration auf irgendwie ja, aristokratische, Adlige gibt, oder zumindest aus Personen, aus denen dann Adlige gemacht werden, vielleicht auch irgendwie später, im späteren Verlauf. Ich meine, wenn ich überlege, in einem gewissen Sinn gibt's den Fokus ja heute immer noch so. Also wenn du einfach nur jetzt versuchst zu unterhalten, klar kannst du irgendwie versuchen, dich irgendwie auf irgendeine kleine Perspektive zu konzentrieren. Aber auch da gibt es ja immer wieder den Versuch, irgendwie irgendeine Größe abzubilden. Ich denke jetzt so an ganz die ganz offensichtlichen Verdächtigen, also sowas wie House of Cards vielleicht, oder selbst sowas wie Breaking Bad. Also klar, da starten wir nicht mit jemandem, der Größe erreicht hat, aber am Ende sind wir vielleicht zumindest bei jemandem, der sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Also, um's einfacher zu sagen, es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, die Geschichte eines uninteressanten Verlierers zu erzählen, der nie irgendwas geschafft hat oder nie irgendwann etwas schaffen wird. Also es ist ein bisschen schwieriger zu verkaufen, aber ich würde sagen, gerade so moderne Literatur versucht das ja schon eher. Ne? Ich meine, wenn du jetzt an, so, also das Erste, was mir einfällt, ist hier Dostojewski, Nachrichten aus dem Kellerloch. Ne? So, das ist ja wirklich so exakt so eine Geschichte, ne? Wo es um so einen Typen geht, der halt nichts auf die Reihe kriegt und halt nur in seinem Keller sitzt. Also generell so in der Moderne hat man ja vielleicht eher so die Tendenz, dass man auch versucht hat, mehr so soziale Realitäten zu beschreiben, weißt du, und dann da halt so diesen Anspruch hatte, auch so den kleinen Menschen irgendwie zu beleuchten. Aber klar, so es bietet sich für Geschichten nicht so an. Und ich würde insgesamt tatsächlich beobachten, obwohl es Ausnahmen gibt, das ist sicher richtig, dass es in der antiken Literatur eher um die bedeutenden Menschen geht. Ne? Also um die Menschen, die so bedeutend sind, dass auch die Götter Interesse an ihnen haben werden. Was sicher auch wieder mit dieser mündlichen Überlieferungskiste zu tun hat, weil viele von diesen Geschichten eben, ja, also mündliche Erzählungen oder sagen wir jetzt mal auch vielleicht auch Ausschmückungen davon waren, was irgendwelche echten Leute gemacht haben. Und solche echten Begebenheiten sind vielleicht eher nicht weitergegeben worden, wenn es halt uninteressant war oder diese Leute irgendwie unbedeutendes Zeug gemacht haben. Ne? Also ja, ähnliche Motivation vielleicht hier, ne? Wie genauso auch noch heute, dass man da vielleicht eher über interessante Leute redet. Aber lass mich vielleicht auch erstmal noch ein paar mehr Beispiele geben, auch mal um von dieser ganzen griechischen Geschichte wegzukommen. Eine Sache, über die wir vielleicht auch noch mal reden können in verschiedener Hinsicht heute, ist das Gilgamesch-Epos. So, da haben wir ja wahrscheinlich einen also mit das beste Beispiel dafür. Ne? Also wir haben da Gilgamesch, den König von Uruk, der, muss man zugeben, ja auch selbst eigentlich ein halber oder irgendwie ein Drittel Gott oder irgendwie sowas ist. Und der sich auf den Weg macht, um den Göttern die Unsterblichkeit abzunehmen, mehr oder weniger, und der auch ziemlich nah dran kommt. Ja. Also ihn und dann als der auch sowas wie der ultimative Symbolcharakter für die Zivilisation ist in diesem Fall, der da ringt mit seinem zuerst Feind, späteren Freund Enkidu, dem Repräsentanten der
Natur und der zivilisationslosen Welt. Also da hast du, würde ich sagen, eine ziemlich klassische Figur, ne? Also einen Aristokraten, der auch selbst irgendwie so ein Stück Göttlichkeit in sich drin hat, sogar ein relativ großes Stück, weil er eben irgendwie von den Göttern abstammt. Und der, ja, so mehr oder weniger das größtmögliche Vorhaben betreibt, ne? Auch ganz klassisch vielleicht die Beispiele. Ich habe neulich, das sei an dieser Stelle auch nochmal empfohlen, eine Anthologie altägyptischer Literatur gelesen. Die heißt Das Krokodil und der Pharao, ist herausgegeben von Constanze Holler im Philipp von Zabern Verlag. Ist ja auch eine ganz schöne Ausgabe, das Buch. Und da, also in dieser altägyptischen Literatur, geht es tatsächlich fast nur um Autobiografien. Das heißt, hier werden fast nur die Lebensgeschichten von irgendwie großen Menschen dargestellt. Oder das heißt fast nur, aber sehr, sehr oft die Lebensgeschichten von großen Männern dargestellt. Ja, also, und es wird eben gezeigt, was waren ihre Siege, was für eine Beute haben sie gemacht, solche Sachen. Ne? Übrigens, da haben wir auch noch ein Stilmittel in dieser Ecke, so die Aufzählung. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding antiker Literatur, dass man, ne, also einfach so das ganze Zeug aufzählt, so die ganzen Pferde und die ganzen Sklaven vielleicht und das ganze Elektron, was da Den erbeutet wurde halben von den Leuten. Abstammungsbaum bei jeder Nennung des Namens. Genau. Plus Ehrentitel. Und ich denke, da ist schon so eine Tendenz zu erkennen. Also eben gerade diese Lebensgeschichten nachzuerzählen, vielleicht einfach, weil das interessant zu erzählen ist. Im ägyptischen Fall vielleicht auch tatsächlich gerade deswegen, weil, naja, die entsprechenden Leute halt dafür gesorgt haben, ne? Dass es halt festgehalten wurde. Ich meine, zumindest als Vermutung lässt sich ja aufstellen, also klar, ich habe eben gerade den Punkt gemacht mit einem unterhalterischen Wert, aber es ist, glaube ich, relativ naheliegend auch zu vermuten, dass es sehr pragmatische Absichten dahinter standen, weil wenn du irgendwie ein größerer Adliger bist, du ja irgendwie deinen Subjekten auch mitteilen musst. Erstens, dass du existierst und zweitens, dass du es auch irgendwie würdig bist, dass sich andere vor dir unterwerfen. Also ich weiß nicht, ob der Fakt historisch stimmt, aber wir haben ja relativ beeindruckende Statuen beispielsweise von Caesar. Jetzt springe ich wieder ein Stückchen. Und ich habe mehrere Vermutungen gesehen, weil man halt relativ viele von diesen Statuen gefunden hat. Dass die noch nicht mal nur den Zweck hatten, irgendwie verherrlichend oder für die Nachwelt zu sein, sondern einfach nur, hey, das ist der Top Dog, so sieht der aus, falls irgendwen irgendwann auf den trefft und der irgendwas von euch will. Und in einer ähnlichen Weise, dass viele von diesen Erzählungen ja auch relativ konkrete Absichten mit ihnen verbunden haben. Nämlich irgendwie sich gehorsam zu versichern. Würde ich mich halt fragen, ob die sich schnell genug verbreiten dafür. Finde ich aber in vielerlei Hinsicht plausibel, gerade wenn man an sowas denkt wie, also zum Beispiel die Aeneis, ne? Also das von Vergil, also im Prinzip ein Epos darüber, wie der römische Staat entstanden ist. Na, also, Die wenn es wäre. Wolfsgeschichte mit Romulus und Nee, Remus. nee, 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 nee. Also die Wolfsgeschichte ist ja tatsächlich der Klassiker. Und Vergil hat sich eine neue Entstehungsgeschichte eigentlich komplett ausgedacht. Und zwar führt er die Entstehung Roms in der Aeneis darauf zurück, dass einer der Prinzen Trojas nach Rom gekommen wäre und Rom gegründet hätte, beziehungsweise also, dass es halt trojanische Flüchtlinge gewesen wären, die Rom gegründet hätten. Ne? Und da sieht man das vielleicht schon, was du meinst, also so diesen, sage ich mal, politischen Zweck, ne? Also dass man sich eben, dass man eine mythologische Rechtfertigung finden kann, so für dieses Staatswesen.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch ein relativ typischer Zug, dass ich meine nicht beim Parsival, jetzt um nochmal weit zu springen, eine ähnliche Struktur erinnert zu haben, nämlich dass dass Königsherrschaft oft darüber gerechtfertigt wird, dass man irgendwie mit irgendeinem unbekannten König von ganz, ganz weit her verwandt ist. Als ein typisches Motiv, was immer wieder auftritt. Ja, das war aber ja auch in der Antike schon so ein Ding, ne? Also viele, also gerade so römische Patrizierfamilien haben ja oft versucht, also sich, oder haben ja von sich behauptet, so einen mythischen Vorfahren zu haben. Bei Ja. Caesar war es, glaube ich, Aphrodite, auf Ja, die er ich irgendwie glaube, ich habe was seine gelesen. Stammlinie zurückführen wollte. Ja. Bei den Japanern ist, glaube ich, der Anspruch, dass das Kaiserhaus direkte Nachfahren des Sonnengottes sind, Ja, ja, Amaterasu. ja. Also ja, ich glaube, sowas ist re relativ typisch. Ja. Meine, das Blut kann ja durchaus verwässert sein, ne? Aber durch irgendwie muss die Möglichkeit genutzt werden, so einen fundamentalen Unterschied zwischen sich und der restlichen Bevölkerung festzumachen. Ja. Ich meine, reicht ja auch, ne? Also wenn die restliche Bevölkerung eben nicht wenigstens einen Tropfen solchen Blutes, nachweisen kann, Enthält, ja. dann ja, ne, Genau. Obwohl ja. diese Erklärung bleibt ja auch nie einseitig, ne? Also das ist eben gerade der Punkt bei den ganzen Epen. Klar, die Herrschaftslinie wird da irgendwie Sohn des Sohnes des Sohnes noch irgendwie genannt. Aber es bleibt halt nicht dabei, sondern es ist halt mit der heroischen Handlung immer noch halt auf direkte Weise dann auch verbunden. Vielleicht können wir auf diesen Punkt auch nochmal weiter eingehen. Ist ja auch eigentlich ein zentraler Begriff, ne? Also das Heldentum. Zumindest, also wenn wir uns jetzt auch an die homerischen Sachen erinnern. Meinst du, es gibt irgendeinen Weg, das zu definieren? Das Heldentum an sich? Ja, oder also in diesem Verständnis der Zeit. Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, was auf jeden Fall interessant ist, beim Gilgamesch-Epos sind wir ja kurz darauf eingegangen. Und bei Odysseus wird es dann auch nochmal interessant. Das ist ein Heldentum, was sich zwar irgendwie gegen göttliche Ordnung richten kann, aber was zumindest keinen direkten Sieg über diese Ordnung ermöglicht. Also bei Gilgamesch ist es, glaube ich, wesentlich eindeutiger. Bei Odysseus ist es vielleicht ein bisschen mehr eine Sache, die man debattieren könnte. Aber hier setzt sich ja auch, also bei der Erzählung über Odysseus ist ja der Hauptantagonist Poseidon. Und Ja. gegen den gewinnt Odysseus ja in keiner Form di in direkter Weise. Sondern er erhält halt, ich glaube, es ist Athena, die ihn unterstützt, oder? Ja, ich denke schon. Genau, also er kriegt halt von anderer göttlicher Seite Hilfe und kann in ein, zwei Fällen Poseidon austricksen. Aber da ist in keiner Art und Weise irgendwie ein direkter Sieg zu sehen. Also Ja. die Heldentaten beziehen sich meistens auf den Sieg gegen andere, also martialischerweise ziemlich direkt, aber auch nicht zwangsläufig in allen Fällen. Also ich weiß nicht, ob es auch in wirklich in Epen so großartig das Thema ist. Aber viele von den eher mythologischen Erzählungen der Griechen enthalten auch irgendwie Erzählungen, wie bestimmte Sachen erfunden werden oder ähnliches. Also irgendwelche Kulturerzeugnisse, das Spinnen, das irgendwie Schmieden von irgendwelchen Sachen oder ähnliches. Und ich weiß nicht, ob das schon für Heldentum ausreicht. Es kann irgendwie mit Heldentum auch verbunden sein.
Hast du noch irgendeinen Ansatz, wie man vielleicht Heldentum definieren könnte? Also wie gesagt, ich denke, dass das Kriegerische, das Martialische ist irgendwie auf jeden Fall ein relevanter Faktor. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, das zum Alleinerkennungsmerkmal zu machen. Würde ich auch bezweifeln. Und also ich fände es, glaube ich, tatsächlich schwierig, das positiv zu definieren. So dein Ansatz ist vielleicht schon ganz gut, halt so Sachen auszuschließen. Das Kriegerische gehört auf jeden Fall dazu. Also ich kann mir jetzt in antiker Literatur keinen irgendwie heldenhaften Buchhalter oder sowas vorstellen. Ne? Also so dieses Ding, so den Heldenbegriff auf alles Mögliche auszudehnen, das scheint mir doch eher was Modernes zu sein. Also der Held der antiken Literatur ist eben ein Krieger, zumindest in irgendeiner Kapazität. Und ich denke, obwohl er nicht zwangsläufig siegt, zeichnet er sich vielleicht hauptsächlich durch seine Ambitionen aus. Vielleicht kann man so sagen. Ja, also gerade, und es ist ja ein großer Punkt, durch dieses Streben nach Unsterblichkeit. Also bei Gilgamesch haben wir es ja sehr direkt, also dass er versucht, den Göttern irgendwie die Unsterblichkeit abzuringen, was er nicht schafft. Ne? Also er kriegt ja nur diese Pflanze der ewigen Jugend am Ende und die wird dann auch wieder gestohlen und dann am Ende hat er halt nichts. Aber gerade, und das ist ja noch viel, also das merkt man auch am Ende des Gilgamesch-Epos, aber bei den Griechen ist das ja auch eine ganz große Sache, dieser Gedanke von Unsterblichkeit durch Ruhm. Ne? Also, dass man eben große Taten begeht und dann gerade dadurch unsterblich wird, weil man eben in jedermanns Kopf. Bewusstsein irgendwie noch existiert. Genau, ja, rent-free und so, ja. Obwohl das ja ein bisschen, also das will ich dir nicht unterstellen, aber es hört sich jetzt zumindest ein bisschen zirkulär an, ne? Also ein Merkmal für eine Heldentat ist, dass Leute durch Ruhm erinnert, durch halt das Erbringen von großen Ruhmestaten erinnert werden, und das ist halt irgendwie schon irgendwie ein notwendiger Bestandteil, ne? Dafür, dass es ein Epos ist. Ist nicht ganz zirkulär, geht also ein bisschen in die Richtung. Ja, also es ging ja jetzt mehr um die Frage, was ist ein Held im Epos, ne? Und also da würde ich eben sagen, also ein Held ist jemand, der dem Ruhm zukommt. Genau, und also so größtmögliche Ambitionen hat, wie eben zum Beispiel Unsterblichkeit, vor allen Dingen durch Ruhm. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil in der Tragödie können diese Ambitionen natürlich auch scheitern. Ja. Aber das lässt teilweise aus den Helden dann nicht zwangsläufig nicht Helden werden. Ja, ja. Genau, also hattest du ja auch schon gesagt, also dieses ewige Scheitern, das ist halt so ein Ding, oder zumindest viel Scheitern. Ich meine, bei Odysseus hast du es ja noch so, am Ende schafft er es ja. Er wird halt nur ewig von Poseidon rumgeschubst, aber ja. Und viele anderen, ja, naja, haben dann so das Schicksal von Herakles oder so, ne? Er tötet sich doch, oder? Ah, ich glaube, es gibt verschiedene Versionen. Also die eine Version, die ich im Kopf habe, ist, wie viele Prüfungen waren es nochmal? Waren es 13? Die Prüfung des Herakles? Ich habe die Geschichte nicht mehr ganz im Kopf. Die Grobversion ist auf jeden Fall dadurch, dass Hera... 12 sind es. Ah, es sind 12, genau. Hab nochmal gesehen, ja. Genau, dadurch, dass Hera ihn in Wahnsinn treibt, tötet er seine eigenen Kinder, indem er sie verbrennt. Und um Abbuße zu tun, muss er halt Prüfungen bestehen. Und diese Prüfungen werden ihm von einem ihm teilweise, glaube ich, auch anverwandten König gegeben. Ist das, ich weiß nicht, ob er der König von Theben war, ich erinnere mich da kaum noch an Namen, aber auf jeden Fall am Ende dieser Taten gibt es verschiedene Versionen, und eine Version, die ich im Kopf habe, ist, dass er praktisch von seinem Halbgottstatus zum Vollgottstatus von seinem Vater Zeus erhoben wird.
Genau, aber es gibt natürlich auch Versionen, in denen das nicht passiert, und in denen das Ganze halt als Tragödie ausgeht. Und für die Tragödien ist ja wahrscheinlich das, was man am ehesten im Kopf hat, Ödipus. Der natürlich auch eine, trotz allem oder vielleicht gerade eben wegen allem, eine vielleicht nicht zwangsläufig heroische Gestalt, aber eine auf jeden Fall eine Gestalt von Adel ist. Eine Ja, und aristokratische. also gerade deswegen würde ich fast sagen, so ein Held in diesem antiken Kontext, das muss nicht mal jemand sein, der irgendwie moralisch richtig handelt, unbedingt, oder? Also gerade Odysseus ist ja für, glaube ich, ein gutes Beispiel, Ja. der sich gerade dadurch herausstellt, dass er listig ist. Ja. Weil wenn, ich meine, da kommen wir auch zu einer komplizierten Frage, ne? Was, von welcher Moral reden wir irgendwie in dem Zeitverständnis jetzt der Leute, die diese Sachen schreiben? Ja, auch Aber von der das, zeitgenössisch wahrgenommen, dann würde ich fast ja sagen. genau, ich meine, da ist es Aber halt schwierig, vollkommen sich sicher zu sein, was die als moralisch richtig oder falsch empfunden hätten. Aber zumindest aus einer modernen Warte ist ja das Ende der Geschichte der Odyssee nicht wirklich heldenhaft. Also Odysseus kommt nach seiner langen Irrfahrt zurück und findet seine Frau umbuhlt und macht schließt Amoklauf. sich, genau, und schließt sich dann mit seinem Sohn und einem wahllosen Hirten zusammen und tötet halt all die Umbuhler. Ja. Das ist jetzt nichts direkt Heroisches. Also ich erinnere mich nicht, ob, aber ich, also er ist jetzt auch irgendwie nicht darum bemüht, den Leuten, die versucht haben, an seine Frau dran zu kommen, eine faire Chance zu geben oder so. Nö, nö. Da ist der Punkt, den du gemacht hast mit der Ambition wahrscheinlich wesentlich treffender. Ja. Nee, ich meine, man könnte es vielleicht durchaus so also als heldenhaft betiteln, so im Sinne von, er hat halt irgendwie seine Rechte verteidigt, ne? Ja. Ja. Aber also vielleicht noch eine Figur, die man da ansprechen sollte, ist natürlich Achilles, ne? Also Achilles zeichnet sich ja aus durch, ja, also ich meine, er ist halt ein großer Krieger, halt so der Beste. Aber viel von seinem Verhalten zeichnet Ist sich auch einfach unheroisch, ja. durch. Wie bitte? Ist unheroisch, ja, also Nee, also ja, also zeichnet sich einfach durch sowas wie so trotzige Bockigkeit irgendwie aus. ja. Ne? Also, weil er ja will dauernd nicht mehr mitkämpfen, weil er irgendwie nicht kriegt, was er will und so. Und auch sein Tod ist ja letztendlich nicht besonders rühmlich. Also, ne? Aber ich glaube, zumindest so dunkel, wie ich mich an die Geschichte erinnere, das, was zumindest was nicht direkt seinen Tod verursacht, aber was zumindest sein Fall zu sein scheint, ist ja, dass er seinem Zorn sehr einfach nachgibt, Ja. nach seinem Kampf mit Hektor und halt den Leichnam unehrenhaft malträtiert. Ja, das ist eine interessante Frage, wie Achilles sich in diese Heldenbetrachtung eingliedert. Naja, ich meine, vielleicht haben wir doch ein bisschen anachronistischen Blick auf diesen Heldenbegriff, ne? Also vielleicht setzt der ja wirklich nicht zwangsläufig voraus, dass man ein besonders guter Mensch ist oder besonders vorbildlich ist, sondern eben nur, dass man irgendwie außergewöhnlich handeln kann, ne? Und das ist ja auch bei Achilles durchaus der Fall, also Ja, absolut das ist eben. ihm auf jeden Fall gegeben. Ja. Gut, gibt es noch irgendeinen anderen Teil, den du beim Epos ansprechen würdest? Noch was Wichtiges, was wir vergessen haben? Wir könnten vielleicht noch mal kurz unterscheiden, obwohl jetzt auch da schon einiges angesprochen wurde.
Der Epos ist ja eigentlich ein relativ weiter Begriff. Ne? Also wie gesagt, es ist einfach nur längere erzählerische Dichtung, die aber alle möglichen Funktionen einnehmen kann. Ne? Also ich kann einfach nur irgendwie eine Geschichte erzählen wie in der Ilias. Ich kann quasi ein Lehrstück daraus machen, also wie Vergil das häufiger gemacht hat. Ich kann damit einen Mythos nacherzählen, also wie Hesiod es eben getan hat, ne, also in der Theogonie. Also es ist ein relativ vielseitiges Genre doch. Ja, ich meine, da könnte man wahrscheinlich auch den kleinschrittigeren Blick anwenden und sagen, okay, ist das jetzt überhaupt noch alles irgendwie dasselbe, ne? Aber als Grobverordnung macht es, glaube ich, durch die Kriterien der Länge, der Absicht, irgendwie eine längere Geschichte zu erzählen und dann das Versmaß. Zumindest als Grobverordnung, denke ich, in gewissen Sinn. Ja. Und also, was man vielleicht auch mal festhalten kann, und klar, in gewisser Weise gilt das auch für die anderen Genres, die wir hier genannt haben, aber es ist ja schon ein recht kulturübergreifendes Genre. Ja. Also wir kennen eben viele griechische Sachen, wir haben sowas wie das Gilgamesch-Epos, aber es gibt ja auch in, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber auch in der indischen und der chinesischen Kultur, da gibt es ja so ähnliche Sachen. Und es ist wahrscheinlich etwas, also ein sehr charakteristisches Genre für die antike Literatur, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, der Grund, warum wir da irgendwie eine gewisse kulturübergreifende Tendenzen finden können, liegt wahrscheinlich darin, dass es eine sehr, sehr mündliche Form immer noch ist. Also selbst wenn es dann irgendwie verschriftlich wird, existiert halt, ist der Gedanke doch, dass es irgendwie vorgetragen werden muss, dass es in vielen Fällen auch irgendwie von einer besonderen Art von Musik begleitet werden soll und dass es halt ein sehr, sehr rhythmisiertes Sprachen ist, was dann ja auch das Auswendiglernen von so langen Epen überhaupt erst ermöglicht, dass man da irgendwie verschiedene rhythmische Taktungen findet, durch die das Ganze in eine erinnerbare Form gebracht wird. Ja, und also ist auch zu diesem Punkt, dass eben nichts vergessen wird, ne? Dass nach Möglichkeit alle Teile irgendwie erhalten bleiben. Ja. Genau, obwohl, wenn wir jetzt rein nur von mündlichen Epen reden, ne, der Faktor ja auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, weil das war ja das, worüber wir am Anfang geredet haben. Also wenn man mündlich was auswendig lernt, vor allem mit so rhythmisierten Einheiten, dann ist es schon so, dass sich zwei Vorträge nicht 100% gleichen. Klar, ja. Und dass es irgendwie vielleicht zum Hinzukommen und Empfehlen an einer anderen Stelle kommt, aber dass so die relevanten Schritte der Erzählung, die müssen irgendwie noch unterliegen. Und der interessante Aspekt halt ist, dass durch so ein mündliches Weitergeben dann teilweise so Entwicklungspunkte entstehen können, wo sich aus Erzählungen halt neue Erzählungen bilden können. Ich glaube, das ist für zumindest, wenn wir über Epen reden, die halt primär in einer mündlichen Form übertragen werden, ziemlich charakteristisch. Also, dass sie in einer gewissen Veränderung unterworfen sind, ist, denke ich, auch klar. Ich wollte nur mehr darauf hinaus, dass, weißt du, du kannst, denke ich, durch diese Überlieferungsweise ganz gut garantieren, dass so die wichtigen Eckpunkte erhalten bleiben, sozusagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und also das verhindert ja natürlich auch nicht, dass Sachen halt fortgesponnen werden oder dass sie leicht verändert werden, aber ebenso eben, dass dieser Grundgedanke irgendwie vorhanden ist. Obwohl das nicht zwangsläufig so trivial sein muss, wie es sich das anhört. Weil wenn sich äußere Umstände ändern, kann eine Geschichte ja auch gleich bleiben, aber ja was vollkommen anderes bedeuten. Und ähnliche Effekte wird es ja vermutlich sehr, sehr oft gegeben haben oder geben. Also dass selbst wenn Pfeiler noch nicht mehr so großartig verändert werden, es reichen vielleicht ja schon kleine Veränderungen,
um die irgendwie einem Kontext, der jetzt sehr unterschiedlich ist, anzupassen. Vielleicht noch als Beispiel dafür, wie lange bzw. wie sicher sich solche Motive auch halten können. Ich fand es sehr interessant, dass im Gilgamesch-Epos gibt es ja auch eine Wiedergabe der Sintflut-Geschichte. Ne? Also der Sintflut-Geschichte, die wir eben auch in der Bibel finden, in Genesis. Und so gut wie überall anders auch. Genau, also in sehr vielen anderen Erzählungen. Und das zeigt uns vielleicht nochmal, dass es auch wohl reale Ereignisse sein können, ne? Die in sowas halt irgendwie fortexistieren. Also ich weiß auch, da gibt es verschiedene Theorien, aber es erscheint mir tatsächlich ziemlich plausibel. Das ist einfach nur irgendwas, also in gewissem Sinne Reales gewesen ist, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob jetzt die ganze Welt überflutet wurde, who knows. Aber dass es auf jeden Fall auf reale Ereignisse zurückgeht, die sich auf diese Weise eben immer weiter übertragen haben und wo die, wie ich es eben gerade genannt habe, die Eckpunkte eben auch gleich geblieben sind. Nicht nur der Sintflut an sich, sondern dass es eben auch diesen Noah-Charakter gibt, dass dieser Noah-Charakter eine Arche gebaut hat, dass der irgendwelche Tiere auf diese Arche gebracht hat, dass er dann so überlebt hat, ne? Und dann aber eben wieder mit so seinen kleinen Unterschieden, ne? Also zum Beispiel, ja, in der Bibel wird Noah ja irgendwie nur sehr alt. Im Gilgamesch-Epos ist der Noah-Charakter mehr oder weniger unsterblich dadurch geworden. Noah, der in diesem Fall, sorry, ich habe gerade nochmal nachgesehen, Utnapishti heißt. Heißt genau das Gleiche. Ja, quasi. ja, also ne, Details verändern sich, aber so die wichtigsten Punkte können dadurch bleiben, durch diese Überlieferung. Obwohl es vielleicht nicht teilweise im Rückblick, ne, so einfach ist, solche Sachen dann zu rekonstruieren. Weil gerade das Flutmotiv, ne, also ich glaube, die Sachen, die wir uns angeschaut haben, die scheinen darauf hinauszuweisen, okay, die scheinen sich alle auf irgendwie ein größeres Flutereignis zu beziehen. Ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass du Fluterzählungen hast und die beziehen sich aber auf verschiedene Flutereignisse. Aber die werden dann narrativ praktisch zur singulären Flut. Solche Entwicklungen, ne, sind im Rückblick schwierig auseinanderzunehmen und gehen ineinander über. Ja, weil, klar, gut, ich meine, vollständig rekonstruieren lässt sich ja sowieso nichts. Ne? Ich meine, wir können ja hier nur Vermutungen anstellen. Ist auch plausibel, was du meinst. Ne? Also zum Beispiel, was weiß ich, es gab ja so gewisse Dinge, die sich gerade über die Menschheitsgeschichte auch schon damals immer wiederholt haben. Also nimm halt Hungersnöte oder sowas. Mhm. Ne? Da kannst du ja genauso gut Naturkatastrophen nehmen und dann hat man das alles irgendwie so unter die Sintflut zu fassen versucht. Aber das ist halt schon so ein Ereignis, wo man schon so merkt, dass es zumindest auf so eine sehr ähnliche Geschichte immer zurückgeht. Ja. Gut. Also ich glaube, jetzt haben wir im Rahmen der Epik schon ziemlich viel ausgebreitet. Ich weiß nicht, also Dramatik wäre da noch so ein Thema. Ich glaube, das ist auch eher, also da bist eher so du der Experte für. Obwohl ich jetzt im antiken Bereich nicht so den riesigen Überblick habe, aber eben gerade schon, wie wir die Unterscheidung bei auch zum Epos eingeführt haben, dann auch kurz das Drama eingeführt haben. Also beim Drama die Absicht, dass das Geschriebene nicht halt nur irgendwie vorgetragen wird, sondern auch schon an eine Rollenverteilung gebunden ist. Und dann kann man auch überlegen, okay, also rollenverteiltes Sprechen, ne? Ob das jetzt schon ausreicht für Definition für Drama. Die Griechen haben aber, glaube ich, auch schon einen wirklichen Gedanken von abgetrennten Bühnenbereich
dem halt sowas wie eine Aufführung stattfindet. Und was halt auch relativ interessant ist, ist, dass viele von den Stücken einen ziemlich langen Zeitraum brauchen, um aufgeführt zu werden. Und teilweise so lang sind, dass es überhaupt fraglich ist, ob die Leute dann wirklich auf den Inhalt konzentriert waren oder ob es eher sowas wie sowas wie Hintergrund Lautstärke ging, wo man dann vielleicht im Vordergrund andere Sachen gemacht hat. So ein bisschen sowas wie ein Podcast, ne? Ja, genau, oder wenn ich im Hintergrund das Fernsehen anmache beim Abwasch oder irgendwie sowas. Ja, ja. Zwar sind nicht irgendwie alle der Stücke so lang, aber es gibt teilweise schon erstaunlich lange Stücke, die dann irgendwie auch über um die 10 Stunden oder so aufgeführt werden. Und teilweise gibt es dann auch schon bei den antiken Griechen verschiedene Konventionen, was irgendwie Masken anging. Dann gibt es da auch schon einen separierten Chor, der auch irgendwie verbunden ist mit den Inhalten des Stückes, aber auch irgendwie eine Sonderfunktion hat. Und dann haben wir halt die Aufteilung, die auch von Aristoteles vorgenommen wird, die wir eben gerade schon ganz kurz beim Epos angesprochen hatten, nämlich dass sich das Drama typischerweise aufteilt in Komödie und Tragödie, wobei der Tragödie, wie eben gerade schon genannt, ne, Ödipus ist, glaube ich, so das bekannteste, das einfachste Beispiel. Die Tragödie beschäftigt sich halt immer mit dem Noblen, der halt auch nobel handelt und für die es halt auch ein wichtiges Element ist, dass den tragischen Fall, der in der Tragödie dann passiert, der darf in einem gewissen Sinn nicht nur selbst verschuldet sein. Also im Fall von Ödipus ist ja eigentlich praktisch gar keine Selbstschuld enthalten, zumindest wenn man den Blick auf seine Person wirft. Ja, er weiß halt gar nicht, was er tut eigentlich. Ne? Genau. Ja. Ich glaube, es gibt auch Versionen, wo zumindest eine Teilschuld vorhanden ist. Aber ich glaube, die meisten haben wirklich den Aufbau, dass es nicht so ist, dass eine Person einfach was in einer gewissen Weise schlecht handelt und selbstverschuldet dann in sein Verderben geht. Also die Tragödien haben irgendwie nicht direkt den Anspruch, nur sowas wie Schadenfreude zu pflegen. Ja, also Aristoteles hat da ja auch quasi einfach ganze Kataloge erstellt. Also mag man bei ihm nachlesen auch nochmal. Genau, ja, genau. Der hat seine eigene Dramentheorie, wie das Ganze abzulaufen hat und hat dann auch eine relativ feste Regel, wie das Ganze aussehen muss. Um zur Komödie zu kommen, da treten dann unsere Niedriggeborenen auf, die halt verschiedene Sachen machen. Teilweise funktioniert hier, zumindest bei den Griechen, die Sachen viel über Dialog. Es gibt ein, zwei Stellen, die auch fast schon so ein bisschen in Richtung Slapstick gehen. Also wo es eher die Handlung als oder die Interaktion der Person miteinander ist, als das irgendwie gesprochen, ne? Mhm. Um nur so irgendwie den typischen Vertreter zu nennen, bei dem man den nächsten Punkt sieht, so jemand wie Aristophanes benutzt das dann auch, um sehr direkt politische Kommentare zu machen und teilweise auch Leute, die mit ihm verfeindet sind, anzugreifen. Der Klassiker. Wo wir einen ziemlich direkten Kontrast zum Epos haben, der sich selbst für die Zeitgenossen ja in vielen Fällen eher in die längst vergangene Vergangenheit erstrecken soll, haben wir jetzt hier zum Teil auch Sachen, die vielleicht auch immer noch Fiktivitätsannahmen mit sich tragen, aber zumindest einen Anspruch haben nach einem gewissen Level von Aktualität.
Naja, also gerade Aristophanes hat er schon ziemlich deutlich versucht, für ihn zeitgenössisch aktuelle Dinge zu kommentieren. Also zum Beispiel, also die Vögel ist ja also halt so eine Platon-Satire, mehr oder weniger. Ich denke auch die, wie heißt es nochmal, das mit den Frauen. Ich glaube, das sind die Frösche. Nee, Wo die die Republik. Frauen die Herrschaft über die Republik einnehmen. Ja, aber ich glaube, es ist einfach nur die Republik der Frauen oder so, oder die Frauenrepublik oder sowas. Bin ich mir gerade nicht mehr so komplett sicher. Ich habe Frauen in irgendeine der Folge. Assoziation Wäscher. Ja, Mit also irgendwas Wäscher. die Weibervolksversammlung, so heißt das. Okay, Weibervolksversammlung. Ja, Okay. okay, ja. Ja, nee, und also da ist der politische Aspekt ja schon ganz gut greifbar, ne? Genau. Hast du noch im Kopf, was waren denn die Frösche? Weil da bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, grad nicht. Ich kann noch mal kurz nachgucken. Währenddessen hätte ich eine Nachfrage für dich. War Aristophanes der Jan Böhmermann seiner Zeit? Ich glaube, er muss lustiger gewesen sein. Meinst du? Aber ja, ich weiß nicht, ich habe mir Aristophanes Lebensverlauf nicht näher angeschaut. Ich weiß nicht, ob er irgendwann Probleme wegen seiner Verleumdungen bekommen hat, in einer Weise, die ähnlich wären mit einem versuchten Gerichtsurteil. Ja, ich glaube nicht. Oder ich weiß nicht, ich glaube, aus irgendwelchen Gründen war er nicht so unangenehm, wie Sokrates das vielleicht war. Ich glaube, teilweise waren die Bezüge ein bisschen indirekt. Teilweise hat er seine Kritiker auch einfach beim Namen genannt und haben Leute darüber Figuren in seinen Theaterstücken haben dann schlecht über seine Kritiker geredet. Aber teilweise war er, glaube ich, auch ein bisschen indirekter, damit effektiv. Also in die Frösche, da geht es darum, dass Dionysos Dichter aus der Unterwelt holt, Ja, okay. um irgendwie den kulturellen Zustand Athens zu retten. Okay. Hab ich nicht gelesen, aber ich erinnere mich ja zumindest wieder an Klappentext. Okay. Sehr schön. Ja. Nee, also genau, also bei Aristophanes haben wir also Komödien eben. So mit dem, was wir vielleicht heute als Satire bezeichnen würden in vielen Fällen. Genau, also dann haben wir Tragödie, Komödie, als drittes eben noch das Satyrspiel, also eine Aufführung eher tragischen Inhalts, was dann eher aber so durch die Darstellung so ins groteske, lustige hineingezogen wird. Ja. Gibt es sonst noch Kategorien dafür? Also für die Dramatik? Vielleicht gibt es, also es wird noch andere Kategoriesysteme geben, aber das ist zumindest so das Berühmte, das, was Aristoteles einführt. Was zur Unterscheidung noch nützlich ist, im Gegensatz zur Tragödie kann das Drama natürlich dann auch glücklich ausgehen. Was den die Gegenüberstellung von Nobelgeborenen und Niedriggeborenen dann natürlich auch in einer gewissen Weise interessant macht. Naja, also was ja vor allen Dingen in der Regel gut aussehen gehen kann, das ist halt die Komödie, ne? Also da wird dann am Ende alles gut und es gibt halt die Hochzeit. Genau. Hab ich's gerade falsch rum gesagt? Naja, also du hattest jetzt gerade nur von Drama gesprochen, also Ach so, dass das Drama gut sorry, aussehen ich habe kann. mich, genau, ich habe mich versprochen. Ich wollte sagen, genau, die Komödie Ja, aber kann halt das damit ein Potenzial. bisschen allgemeiner auch das Drama, aber Ja, genau, ja. nein, ich wollte Komödie sagen, Okay. ja. Genau, weil sonst macht die Gegenüberstellung mit der Tragödie da ja gar keinen Sinn. Ja, genau. Genau, ja.
Mir fällt gerade ein, vielleicht nochmal so von wegen, wir sind ja jetzt auch ein paar Mal auf die Ursprünge eingegangen. So, die Ursprünge der Dramatik werden oft in religiösen Zeremonien gesucht. Also, dass man sich vorstellt, dass eben, ja, also eben gerade auch mythologische Geschichten auf diese Weise dargestellt wurden und dass man sich dann eines Tages eben auch gedacht hat, okay, vielleicht können wir, ne, also diese Darstellung auch einfach Nutzen, um einfach andere Sachen auch nachzuerzählen. genau, ja, genau. Ja, ich weiß, dass solche Vermutungen gibt, aber ich wüsste zumindest nicht, dass es irgendwelche Feststellungen gibt, wann und wie die Ausdifferenzierung genau gelaufen sein soll. Nee, also ich meine, sowas lässt sich schwer differenzieren, ne? Ja. Aber man könnte ja fast sagen, vielleicht ist es gar nie so wirklich passiert, ne? Weil also Ja. religiöse Motive hast du ja trotzdem. Genau, das war ja auch eben gerade das, was du uns im Eingang vorgelesen hast. Das war ja auch im Grunde schon ein Verbindungsstück. Ja, also, aber da haben wir natürlich mehr, also das stammt ja jetzt natürlich aus dem Epos und kann man vielleicht wieder als so allgemeinen Punkt festhalten, es gibt immer diese Anbindung an die mythologische Welt und also an die Götter, die eben auch immer mithandelnde Figuren sind oder zumindest handelnde Figuren sein können. Genau, also über die Zeitperioden, über die wir reden, da gibt es natürlich irgendwie keine Vorstellung, dass diese beiden Sachen in irgendeiner Weise getrennt sind. Sondern das sind jetzt wir mit irgendwie säkularisierten Konzepten, die Welt einfach mal da drauf bappen Ja. und dann überlegen, ob es irgendwie hält. Ich meine, es ist halt die Frage, also die mit solchen religiösen Motiven haben die natürlich auch damals nicht versucht, Realismus zu erzeugen, ne? Also ich meine, okay, wir können es nicht wissen, es kann sein, dass die können es nicht hundertprozentig wissen, es kann sein, dass die tatsächlich 24/7 ihre Frauen vor Zeus verstecken mussten oder so. Aber höchstwahrscheinlich war es ja auch damals nicht Alltag, direkt dauernd Kontakt mit dem Göttlichen zu haben. Aber man hat es eben mehr als Tatsache akzeptiert, dass es sowas gibt und entsprechend ist es halt auch vorgekommen, ne? Da kommt vielleicht auch wieder dieser Aspekt rein mit, naja, die Götter, die interagieren halt mit Menschen, die es wert sind, dass man mit ihnen interagiert, ne? Ah, Und ich weiß nicht, ob das stimmen würde. Also es kann sein, dass die Götter vielleicht nicht irgendwie persönlich vorbeikommen, ne? Aber was Ernten angeht, was irgendwie die Lebensführung angeht, war, glaube ich, schon die Annahme, dass die auch relativ wahllos sich irgendwie bemerkbar machen können und eingreifen klar, können. klar. Nee, also ich meinte jetzt auch mehr Ersteres, ne? Also dass sie jetzt nicht einfach Ja, da auf ja. deiner Türschwelle stehen und dir sagen, pass auf, tu mal das und das für mich und dann mache ich dich unsterblich oder sowas, sondern ne, Ja, für den. obwohl es ja wahrscheinlich auch nicht ausgeschlossen in ihrer Vorstellungswelt gewesen wäre, ne? Nö, Also nö, Götter können genau, schon ja. halt irgendwie auftauchen, weil sie halt sehr personifiziert sind. Ja. Also ich glaube, das wäre auch das Ding mit Mount Olymp. Es ist ein konkreter Platz, der halt irgendwie echt existiert. Aber ja, du wolltest, glaube ich, über einen anderen Aspekt reden. Wie sind wir hier nochmal hingekommen? Ich wollte eigentlich nur kurz ansprechen, woher die Dramatik gekommen sein könnte. Wir sind jetzt vielleicht schon wieder so ein bisschen ins Allgemeine geraten, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Wir hatten jetzt vorher oft über die großen Taten gesprochen, ne? Würdest du sagen, das ist so etwas, was in der Dramatik auch so präsent ist? Ja, aber dann wahrscheinlich eher in Form des Dramas als in Form der Komödie. Ich meine, Also in in einer Form der gewissen. Tragödie statt Komödie, meinst du, ne? Habe ich es umgekehrt gesagt? Nee, nee, aber du hast beides wieder Drama. Ich hab wieder Drama gesagt. Okay. Ja. Sorry. Ja, genau. Ich meine, vielleicht sind die Gründe, warum das Heroische eher im Epos seine Darstellung findet, auch wesentlich pragmatischer. Also die große Schlacht,
ne, kann ich halt magerer nachstellen, wenn ich halt irgendwie Personen brauche, die halt mit Stöcken aufeinander einhauen, oder das irgendwie nachzubilden, anstatt wenn ich einfach an die Vorstellungskraft von jemandem appelliere. Und eine Heldentat, und wie gesagt, bei den Heldentaten, an die wir denken, denken wir anscheinend größtenteils an irgendwie kriegerische Heldentaten. Ja, also die, groß, die großen Waffentaten. Ne? Genau. Ja. Wenn man versucht, die nachzubilden, kann es halt gefährlich einfach sein, dass man in Lächerlichkeit abrutscht. Wenn man irgendwie die große Heldentat, die halt durch den Grund groß ist, ne, versucht, irgendwie im Kleinen und Begrenzten nachzustellen. Ich vermute, das ist der einer der Gründe, warum das Epos halt hier konzentrierter ein Thema hat. Ja, nee, also daran müsste man schnell scheitern, auf jeden Fall. Weil das, natürlich, das man stimmt, kann, ja. Man kann solche Sachen auch im Drama darstellen, aber im Drama können sie halt nur irgendwie verkürzt in symbolischer Weise dargestellt werden. Und dann funktioniert sowas vielleicht auch noch. Aber ist halt was anderes. Ich habe den Eindruck, dass also sehr viel später Shakespeare, ne, ist das, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Ne? Ja. Also so die Tragweite von Schlachten und so der Gefahr da drin und so darzustellen, aber eben durch sehr einzigartigen Dialog. Also ich denke, das ist schon wirklich schwierig, ja. sowas hinzukriegen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ein Themawechsel, anderen Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, die Sache mit dem Schicksal, ne? Also die Schicksalsgebundenheit der Charaktere, ist auch in der Dramatik so ein Ding, oder? Also gerade wenn wir, wie eben gerade schon besprochen, auf das Jetzt habe ich Angst, die beiden zu sagen, weil ich ja Drama sagen werde. Wenn wir auf die Tragödie schauen, ist da ja eine ganz klare Schicksalsgebundenheit schon in gewissem Sinn vorgeschrieben, mit eingebaut. Einfach hier wirklich als Genre-Unterscheidung auch. Also es ist irgendwie schon am Anfang klar, ne, dass es irgendwie am Ende nach unten gehen muss. Und bei vielen von den längeren Dramen und dann vor allem auch von denen, die religiös sind oder die stärkeren religiösen Charakter haben, da ist Schicksal natürlich ein festes Motiv und hat seinen festen Platz. Und bei den, ich glaube, bei den längeren Aufführungen, von denen ich erzählt habe, weil irgendwie mythologische Erzählungen nachgestellt werden, da kann ja auch nichts im gewissen Sinn Überraschendes passieren. Also deswegen existieren da ja auch die Vermutungen, dass das Stück dann nicht mehr der Hauptfokus der Zuschauer war, sondern irgendwie nur eine Plattform gebildet hat, auf der sich Leute dann halt im Theater austauschen konnten oder andere Sachen halt im Theater machen konnten. Ich meine, wie Schicksal dann genau verstanden und umgesetzt wird, ist wahrscheinlich dann auch noch so eine Frage. Ne? Zumindest bei den Griechen gibt es ja immer wieder das sehr oft wiederholte Topos von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und das, was ja auch irgendwie ein sehr interessantes Verständnis von Schicksal ist. Also was man im gewissen Sinn nicht entrinnen kann, was aber auch so einen gewissen. Es hat zumindest so ein, es ist nicht widersprüchlich, es hat zumindest so ein widersprüchliches Element. Also die Prophezeiung kann erst dadurch passieren, dass sie gesprochen wird. Ja, ne, und es ist auch so ein seltsam freiwilliges Element dabei, ne? Also dadurch, dass ja derjenige in der Regel auch immer dazu beiträgt, obwohl er sie irgendwie kennt. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, also so ein anderer auch sehr klassischer Fall der Schicksalsgebundenheit haben wir wieder bei Achilles, ne? Dem er mehr oder weniger schon weiß gesagt wird, okay, wenn du nach Troja gehst, dann stirbst du da auch. Ja. Ich frage mich gerade, was dahinter steht. Also ob das
ist da irgendeine tiefere Einsicht über die menschliche Existenz gibt, dass wir, weiß nicht, irgendwie halt verdammt sind, unsere Natur irgendwie zu leben? Könnte das irgendwie sowas sein? Meinst du jetzt spezifisch in Bezug auf Achilles oder auf diesen Schicksalstopos? Ja, sowohl als auch eigentlich. Also ich meine, bei Achilles, wenn du jetzt sagst speziell er, ist es halt diese, was wir schon besprochen hatten, ne? Also seine Kriegerperson und seine Absicht, also seine Technik, unsterblich zu werden. Ne? Ich glaube, den Fall spezifisch mit Achilles finde ich nochmal wesentlich komplizierter. Nicht komplizierter, aber das ist mir unklarer, was genau jetzt die Bedeutung für Zuhörer sein könnte. Ansonsten, ich meine, die platteste Interpretation ist ja wahrscheinlich sowas wie Gehörigkeit, einfach nur in Bezug auf eine Autorität, ne? Also wenn bestimmte Leute halt sagen, wenn die Alten sagen, dass was passiert, dann passiert es auch und deswegen hast du dich daran zu halten. Ne? Das ist irgendwie die flachste Interpretation, die ich mir vorstellen kann. Die andere, eine andere ist vielleicht ein interessantes Verständnis von Selbstsabotage, was in denen enthalten ist. Also Leute setzen sich ihre Ziele sehr, sehr spezifisch und sehr, sehr genau. Und genau dadurch ermöglichen sie eigentlich ihr Verderben. Und ja, vielleicht steckt da schon so ein gewisser Aufruf ich meine jetzt nicht genau die Richtung, aber so wie wir heute den Begriff verwenden, zum Stoizismus auf. Also halt eine Abhärtung gegen praktisch das Schicksal. Dadurch, dass du im Grunde schon bis zum gewissen Teil deiner Hilflosigkeit zugibst. Was für die Zeitperiode natürlich auch eine ziemlich nützliche Fähigkeit gewesen sein wird, weil halt total viel von äußeren Umständen abhängt. Und wenn es halt 2 Jahre schlechte Ernten gibt, dann sieht das Leben sehr schlecht aus. Jo. Ne, und ich würde sagen, allgemein ist es für den Menschen nicht schlecht, so eine gewisse Begrenztheit vielleicht zu akzeptieren, ne? Obwohl dieser Aspekt natürlich auch nicht überbetont werden darf, weil wenn Leute das zu sehr internalisieren, wäre die Folge ja einfach nur noch, dass Leute gar nichts mehr machen. Ja, naja, dann wäre es Und das heißt, halt eben es muss Fatalismus, ne? narrativ da irgendwie noch einen Gegenpol geben. Ja. Na gut, und aber der ist ja in den meisten Figuren, wenn man sich das so überlegt, ja immer irgendwie gegeben. Ne? Also du hast ja, also einmal Achilles, der quasi sagt, okay, ich akzeptiere das so. So, ich gehe halt nach Troja und mache da irgendwie mein Ding. Und wenn ich da drauf gehe, dann ist das halt so. Und dann auf der anderen Seite aber, also ich meine, Odysseus hing ja auch in so einer Prophezeiung mit drin, ne? Der Ja, ja ist ich eben meine, ja. ja, nee, und der ist eben halt trotzdem versucht hat, also trotzdem aktiv versucht hat, nach Hause zu kommen. Und genau, also bei Ödipus ja auch, ne? Obwohl bei Ödipus, ich versuche mich gerade zu erinnern, Ödipus selber kriegt ja aber nicht die Prophezeiung, sondern das ist der Vater, ne? Oder kriegt er auch eine Prophezeiung? Hm. Also weil er startet mit der Prophezeiung, dass sein Vater prophezeit wird, dass er von seinem Sohn getötet werden wird. Ja, ich denke, so ist es, ja. Und ich überlege, ob da noch ein zweiter Orakelspruch drin Ja. war. Ich glaube Ne, nicht, dass er seine weil Mutter ich bin mir gerade heiratet. nicht sicher. Ja, genau, in Bezug darauf. Kann sein, dass das der zweite Orakelspruch ist. Aber da habe ich im Moment keine Erinnerung dran. Ja. Okay, aber worauf wollten wir mit dem Punkt nochmal drauf hinaus? Also wir hatten gerade über die Schicksalsgebundenheit von Ja. entsprechenden Charakteren Genau, gesprochen. und den Gegenpol dann. Genau, also was denn der Gegenpol zum Fatalismus wäre, ne? Also
dass sie halt eben trotzdem handeln. Es ist halt die Frage, ich meine, sehr ein bisschen allgemeiner gesprochen, aber was meinst du, inwiefern das überhaupt denkbar ist, dass Leute wirklich uns im eigentlich vollkommenen Sinne aufgeben? Also klar, man könnte sich da schnell reindenken in sowas, ne? Aber dass Leute es wirklich machen, finde ich fast schwierig vorstellbar, muss ich sagen. Ist Wenn, wenn wir jetzt nicht, es so abgespaced? naja, wenn wir jetzt nicht gerade über Selbstmord wirklich reden. Na, aber das. Okay. Ich befürchte etwas, dass es unser Gespräch in eine morbide Richtung führt. Aber du hast ja schon ziemlich viele Leute, die nicht direkt Selbstmord begehen, aber so langsam an ihrer Selbstzerstörung arbeiten. Und Alkoholismus ist ja wahrscheinlich der so das kulturübergreifende, typische Mittel, um sich selber langfristig zu ruinieren, ne? Ja, wobei, also keine Ahnung, könnte man halt darüber streiten, ob das so bewusstes Selbstaufgeben ist oder mehr so eine Sache von, ja, Leute haben halt einfach Ja, genau, eine, das muss ja, ich meine, das muss ja noch nicht mal zwangsläufig was Bewusstes sein, ne? Die maybe, Geschichte maybe. oder der Topos in der Erzählung kann ja trotzdem so funktionieren. Ja. Aber ich denke, es dürfte und auch in der Zeit auch immer wieder relativ direkt und bewusst passiert sein. Ja. Also es gibt halt immer wieder Leute, die sich zu Tode saufen oder sich Klar, mit klar, Absicht in klar. Situationen bringen, von denen klar ist, dass sie die nicht überleben. Ja. Ich meine, die Diskussion an sich ist kompliziert, ne? Es läuft ja jetzt fast auf sowas hinaus, wie, also dass Freud halt so unter Todestrieb diskutiert hat. Ja, ich meine, das ist doch ein bisschen was anderes, eine aktiveres, ist das, glaube ich, wo ich mich. Und muss sich auch nicht gegen sich selbst richten, zwangsläufig, glaube ich, ja. Ja, ich erinnere mich da auch nur noch an Bruchstücke, aber genau, irgendwie so Dynamiken. Ich meine, da wir ihn jetzt eben gerade schon hatten, am Ende passiert das ja mehr oder weniger mit Ödipus. Ich meine, da ist ihm sehr viel von seiner Wahl genommen worden, Jo. aber er fügt sich dem dann ja auch. Ich meine, er hat da nicht mehr so viel Wahl. Aber er stirbt dann halt geblindet im Exil. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so das super Beispiel, weil in dem Fall sind ihm ja wirklich alle Optionen genommen. Und er kann nicht mehr wirklich viel anderes machen, als sich seinem Schicksal zu fügen. Aber wie gesagt, ich denke doch trotzdem, dass das durchaus was ist, was passieren kann, was Leuten halt auch immer wieder passiert. Klar, ne, muss nicht immer irgendwie direkt in so einer Selbstwahrnehmung passieren. Aber rein statistisch scheint genug Beispiele zu geben von Leuten, die mehr oder weniger direkt sich selbst ruinieren. Ja. Ja, und also natürlich ist, also du hast schon recht, es ist sicher im Angesicht von großen Widrigkeiten natürlich immer naheliegend, mehr der Dinge einfach aufzugeben. Das, klar, das stimmt schon. Okay, ich hab auch, glaube ich, ein bisschen zwei Gedanken sofort miteinander verbunden. Weil der Startpunkt von dem war ja, okay, ich bin nur schicksalsabhängig, ne? Ich habe in einem gewissen Sinn keine Agency, keine Eigenständigkeit. Und ich bin dann sofort gesprungen zu, wenn Leute wirklich so eine Sicht internalisieren und nach der irgendwie psychologisch handeln, dann endet das halt in so einer Selbstzerstörung. Ne? Aber wirklich jetzt irgendwie in der philosophischen Auseinandersetzung passiert das den meisten Leuten jetzt als treibenden Grund natürlich nicht direkt. Also da verstehe ich, dass die beiden Sachen nicht direkt miteinander in Beziehung sein müssen. Aber das wäre halt so. War mein Gedankengang jetzt die typische das typische Endstadium von so einem Prozess. Ja. Ja, ich meine, es macht schon Sinn, also dass das vielleicht nichts wäre, was jemand unbedingt rational verteidigen würde, aber dass es eben trotzdem eine Denkweise ist, die halt vorkommt. Klar. Wir sind dabei vielleicht auch schon wieder, also hier,
wie am Anfang gesagt, wieder bei. Wie bitte? Geschwiffen, etwas abgeschwiffen. Ja, das auch. Aber ich meine, bei so einem Punkt, den wir auch schon mal bei der Mythos-Sache gemacht haben, dass wir in der antiken Literatur, die bis zu uns überlebt hat, ne, und die sich eben häufig vielleicht auch aus mündlichen Überlieferungen ergeben hat, dass wir da vielleicht Dinge wiederfinden, die einfach aus gutem Grund überlebt haben. Also einfach, weil sie so eine gewisse Wahrheit in sich tragen, die deswegen eben weitererzählt wurde. Auf jeden Fall. Obwohl das natürlich auch die mich immer so leicht nervös machende Frage aufwirft, weil wir ja gar keine Ahnung haben, was die Sachen sind, die wir verloren haben. Ne? Ja. Also weil einfach ja Unmengen an Material auch wieder verloren gegangen sind, nicht zu uns überlebt haben. Ja. Und klar, es werden wahrscheinlich tendenziell eher die Sachen überlebt haben, in die Leute eine große Mühe rein investiert haben. Mhm. Aber da wird es ja auch nicht zwangsläufig eine 1-zu-1-Übertragung geben. Nee. Ja, und vor allen Dingen, also viel von den Büchern schonend ist ja auch mehr oder weniger also halt durch... Auch im Material angelegt gewesen, ne? Nicht nur auf tiefe Zerstörung bezogen. Ja. Ja, aber also vor allen Dingen halt auch zufällig passiert, ne? Ja, natürlich könnte man sich vielleicht sagen, okay, die bekanntesten, wichtigsten Werke, die waren am meisten vervielfältigt und deswegen war die Chance halt am höchsten, dass die irgendwie überleben. Ja. Aber ich meine, mit dem Ägyptischen, was du ja genannt hast, ist glaube ich am klarsten Silber. Weil ohne den Rosetta-Stein, dessen Fund ja vollkommener Zufall war, würden wir an all das ja einfach nicht drankommen. Jo. Also berichtige mich, falls ich was Falsches sage, aber ich glaube, die Story mit dem Rosetta-Stein ist einfach wirklich, Leute konnten die Hieroglyphen nicht entschlüsseln und irgendwann sind wirklich 1-zu-1 Übersetzungen gefunden worden ins Griechische, wo halt ein Schreiber sich an Übersetzungsarbeit bemüht hat, also wo der Sachen auswendig gelernt hat. Nee, ich denke, das stimmt schon. Und ja. Genau, und dadurch konnten wir uns halt die Hieroglyphen überhaupt entschlüsseln. Und ohne das, und du kannst eine Sprache nicht einfach aus dem Nichts entschlüsseln. Du brauchst irgendwie Namen, Bezugspunkte, zumindest einzelne Vokabeln, mit denen du starten kannst. Ja. Und ohne die können wir halt nicht an die Sachen dran. Also es sind zumindest immer so gewisse Elemente von Zufälligkeit, klar. Durch die wir unsere Sachen entschlüsseln können. Ja. Ja. Aber zu dem inhaltlichen Punkt, dass die Sachen, die überliefert sind, in einem gewissen Sinn Sachen enthalten, die immer noch Relevanz für uns haben und Wichtigkeit für uns haben. Dem würde ich natürlich voll inhaltlich zustimmen. Ja, also wie gesagt, eben weil es vielleicht mehr mit dem menschlichen Zustand als solchen irgendwie zu tun hat, ne? Und wie gesagt, weil die sich eben nicht grundlos durchgesetzt haben. Oder weiter überliefert wurden. Vielleicht nochmal so diese Sprachbarriere fällt mir auch gerade ein. So eine Sache, die mir auch immer wieder aufgefallen ist, manchmal, da sind Dinge natürlich auch inhaltlich irgendwie schwerer verständlich. Ne? Ja. Also ja. Oder halt kaum nachvollziehbar. Also eine Geschichte hatte ich dir ja auch schon erzählt, ist auch eine ägyptische Erzählung, die sogenannte Autobiografie von Sinue oder Sinue, bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht. Es ist eine Lebensdarstellung, in der es darum geht, dass also es ist irgendwie ein Beamter am Hof des Pharaos und der Pharao stirbt und der Sohn des Pharaos, also der nächste Pharao werden wird, kommt irgendwie aus dem Feld zurück. Und Sinue flieht irgendwie ins Ausland und erlebt dann da irgendwelche Abenteuer. Und man weiß aber die ganze Zeit über nicht wirklich, warum er geflohen ist. Mhm. Und eines Tages, also es ist schon irgendwie so sein Lebensabend, der hat sich halt irgendwie so sein Leben aufgebaut irgendwo sonst wo, kommt halt ein Bote des neuen Pharao, also dieses Sohnes, von dem er geflohen ist, und sagt ihm, ja, du kannst eigentlich auch zurückkommen. Es gab keinen wirklichen Grund, aus dem du geflohen bist. Ja. Und es ist halt so, keine Ahnung, ich gehe davon aus, dass er sich in der Zeit irgendwie etwas selbstständiger erschlossen hat, warum er da fliehen musste. Ja.
Oder aber vielleicht auch nicht, Ich, ne? Vielleicht. eine Vermutung hätte ich Ja. vielleicht, die auch eher zeitübergreifend ist, die aber keinerlei Notwendigkeit hat. Ne? Also es kann natürlich irgendwas ganz anderes dahinter stecken. Also als Beamter ist er ja praktisch in der moderneren Vorstellung sowas wie ein politischer Aufgabenträger auch. Ne? Ja. Klar, mit heutiger vollkommen anderen Verständnis. Aber er ist dafür da, dass bestimmte Sachen verteilt werden, bestimmte Sachen, bestimmte Aufgaben erledigt werden. Und er hat dadurch einen gewissen Einfluss. Ja. Und was relativ typisch ist, wenn Herrscher wechseln, ist, dass die ihre eigenen Leute mitbringen und in Positionen reinsetzen. Und sonstige Leute, die ja vielleicht dann auch zum Problem werden können, sich denen entledigen. Und so eine Logik könnte dahinter stecken, ne? Aber da ist natürlich absolut nichts Notwendiges drin. Das hängt ja jetzt von total vielen Ja. Annahmen darüber an, ne? Wie das ägyptische Staatswesen funktioniert Ja. hat. Aber das erinnert mich an eine andere interessante Anekdote, die ich noch im Kopf habe, wo so was Ähnliches zu passieren scheint. Vielleicht bist du auch irgendwann mal darauf gestoßen. Ich glaube, das war in Bezug auf Babylonien. Und sie haben sowas wie Barwitze entdeckt. Also du kennst ja dieses typische Setup Ah, ja, okay. mit zwei Ja, Personen ja, kommen ja. in eine Bar. Ja. Und es gibt anscheinend wirklich Vorläufer davon, dann auch halt wirklich in Bars oder dem Pendant in Babylonien zu Bars von sowas. Und konnte man auch übersetzen. Und eine Übersetzung, ich glaube, das ist relativ wirklich nah am Original dran, das, was ich jetzt im Kopf habe, war: Ein Hund kommt in eine Bar und er fragt, ist die offen? Und das ist der Joke. Ja. Und Leute, ne, haben jetzt natürlich nicht, also irgendwelche Übersetzer, gerade sich gedacht, okay, ey, keine Ahnung, wo drin jetzt der Joke steht, ne? Also da wird irgendeine Referenz drin sein. Es gab dann mehrere Theorien dazu, was der Joke sein könnte. Und ich glaube, eine so der plausibleren Vermutung war, da steckt so ein gewisser Wortwitz drin mit Hund und offen. Irgendwie sowas. Aber es könnte auch ein Fall einfach von absurdem Humor sein, weil Hunde halt keine Sachen fragen. Ne? Ja, das war Und tatsächlich so solche mein erster Sachen. Gedanke, so, haha, der Hund kann doch gar nicht reden, haha. Genau, Ja, ja, von außen kannst du halt nicht reinsehen. Ne? Und solche Sachen können aber natürlich in genau eben gerade solchen Fällen natürlich von zentraler Wichtigkeit sein. Und zum Beispiel in dem Fall, den du jetzt angeführt hast, vielleicht kann einem Leser der Zeit es total als plausibel erscheinen und notwendig, dass er fliehen musste. Und dass sich irgendwer dann noch Mühe macht, ne? Also dass irgendwie ein Bote ausgesandt wird, um ihn zurückzuholen, ist ja mit irgendeiner Relevanz verbunden. Also weil er ist ja weit in die Ferne gezogen. Und ja, es kann gut sein, dass er noch irgendeine tiefer liegende Bedeutung hinterlegt. Also ich halte es auf jeden Fall auch für überzeugend, dass man sagt, okay, der Autor konnte das halt voraussetzen, ne? Er konnte irgendwie voraussetzen, dass halt seine Zuschauer das irgendwie kapieren. In dem Fall scheint es irgendwie klar zu sein, es ist Ja. nicht irgendwie nur eine sprachliche Konvention, die uns fehlt, Ja. sondern es fehlt irgendwie ein Kontextwissen der Zeit. Ja. Ja. Ne, es könnte halt alles Mögliche sein. Also es könnte irgendwie ein Wissen darüber sein, dass der neue Pharao regelmäßig erstmal ein paar Beamte tötet. Es könnte aber auch sein, dass es vielleicht sogar schon eine etablierte Geschichte war, ne? Wo halt irgendwie schon jeder selbstverständlich wusste, was jetzt das Vorproblem war. Genau, kann sein, dass sich das auf einen anderen Text bezieht, ne? Ja. Kann sein, dass es eine Literaturgattung in Ägypten gab, der fliehenden Beamten. Ja. Und das ist eine Referenz auf irgendwas anderes. Solche Möglichkeiten bestehen natürlich. Aber die sind halt auch nicht mehr direkt aus dem Text rauszuholen. Jo. Das ist so ein bisschen das Problem.
Jo. Aber ein Fakt, der ja schon irgendwie relevant erscheint, ist, wenn das die ganze Zeit im Hintergrund, ne, wie eine offene Frage über der Situation schwebt, da, und auch in einer gewissen Weise vom Autor ausgespart wird, dann ist ja vielleicht auch die Möglichkeit, dass der Autor das ganz bewusst ausspart und das vielleicht den Leser der Zeit auch nicht klar war. Mhm. Also vielleicht ist ja selbst das irgendwie eine Möglichkeit. Mhm. Haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, also dass Aussparung ja, ja auch quasi ein Stilmittel sein kann. Ja. Genau, ja, ja, da habe ich jetzt nämlich dran gedacht, ja, genau. Mhm. Weil vielleicht ist das hier auch einfach nur ein Mittel, um Fokus des Lesers halt genau auf diese Frage zu wenden. Halte ich für absolut möglich, aber ich meine, vielleicht ist das auch irgendwo das Spannende. Ne? Also du hast halt ja, bei dieser uralten Literatur, hast du halt immer so die Frage, woran das irgendwie liegen könnte. Und das gibt dem Ganzen doch nochmal so ein bisschen mehr Dimension. Ich habe den Eindruck, wir sind jetzt schon ein bisschen mehr so in Richtung Schlussfolgerung geraten. Was meinst du, hast du noch einen größeren Punkt oder wollen wir dann auch mal so langsam abschließen? Wir können zum Schluss kommen. Mhm. Was für meine persönliche Beschäftigung mit Literatur der Zeit irgendwie schon relevant ist, ist, man muss so eine gewisse, glaube ich, Toleranz entwickeln, genau für so Unklarheiten, über die du eben gerade geredet hast. Ja. Und das kann ja schon bei total kleinen Sachen total schnell passieren. Und teilweise kann das Literatur, die so weit von einem persönlich und dem eigenen Kontext entfernt ist, natürlich extrem schwer machen. Ja. Da ist es akzeptabel, glaube ich, wenn man sich erstens wirklich auf so die kleineren Verständniseinheiten konzentriert und dann auch irgendwie akzeptiert, dass man Lücken hat. Ja. Also zu diesem Punkt, also gerade mit Lücken, ne? So viele dieser Texte sind ja auch einfach fragmentiert. Ne? Also wo wir einfach wirklich nicht jeden Inhalt haben. Ja. 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 Okay, ich weiß nicht, inhaltlich würde ich sagen, ich würde es jedem sehr empfehlen, das mal zu probieren. Vielleicht auch so diese größeren, ja auch bekannteren Werke, die wir heute so zitiert haben. Gerade den Gilgamesch-Epos fand ich extrem interessant. Ich möchte auch nochmal diese Anthologie empfehlen. Ich hatte ja die Details schon genannt. Ich hatte immer den Eindruck, also bei der antiken Literatur, die ich jetzt gelesen habe, man merkt da schon irgendwie scheint da die Zeit so ein bisschen so die Goldkörner rausgewaschen zu haben. Also man kann da wirklich schon sehr wertvolle Sachen einfach finden, die auch auf, habe ich den Eindruck, so eine sehr elegante Weise irgendwo sehr wichtige Dinge darstellen. Und wie du es eben gerade gesagt hast, das Verständnis ist, kann manchmal schwierig sein, aber ja, es lohnt sich. Ja, ich meine, das Besondere noch bei dieser antiken Literatur, die wir jetzt geredet haben, ist, dass unglaublich viel auch von den Übersetzern abhängt. Mhm. Und es gibt Übersetzer, die sind sehr sparsam, ne? Mhm. Und es gibt Übersetzer, die liefern dann auch durch Fußnoten oder andere Mittel einem noch viel Hilfestellung dazu. Mhm. Und teilweise kann die Auswahl halt von einer adäquaten Übersetzung einem viel entlasten. Ein anderer Aspekt, weil du ja diesen Punkt mit den Blüten, die praktisch überlebt haben, jetzt mehrmals angesprochen hast. Es kann auch noch ein anderer Fakt hinzukommen, nämlich dass der Aufwand, der jetzt nur den Aufwand, den jetzt die Autoren betreiben mussten, ne? Mhm. in ihrer Zeit Literatur herzustellen, ist ja wahrscheinlich, also ist ja auch ein wesentlich höherer, als er das jetzt notwendigerweise heute ist. Wenn ich jetzt einfach ein Word oder irgendein vergleichbares Programm öffnen kann, einfach anfangen kann zu schreiben, mhm, und dann das Ganze auskopieren kann. Also da einfach nur das materielle Schreiben und Vervielfältigen so viel schwieriger ist, kann man, glaube ich, so da gewisse Rückschlüsse drauf ziehen. Mhm. Sowohl zum einen auf die Vervielfältigung, ne, wie du es angesprochen hast, aber natürlich auch auf die Autoren selber, die sich natürlich auch nicht tausendfach die Mühe nur für Schlechtes machen wollen. Ja, ja. Nee, absolut.
da macht man es eben, wenn es sich lohnt. Also, ne, schreibt es nieder nur dann, wenn es sich lohnt. Genau. Das ist vielleicht ein schöner Punkt zum Abschluss, den wir auch nicht weiter kommentieren. Aber wo es auch zu Forschung gibt, die Mittel und Materialien, mit denen man schreibt, haben natürlich auch einen Einfluss auf das Schreiben selber. Und es gibt Debatten darüber, ne, welchen Einfluss hat das Schreiben halt auf digitalem Wege. Geben wir uns deswegen weniger Mühe mit Sachen, wo Leute in der Vergangenheit halt schon wesentlich präziser zu Papier bringen mussten, wenn sie halt nicht total ineffizient arbeiten wollten. Das ist vielleicht ein interessanter Startpunkt für spätere Gedanken. Ja, wie gesagt, ein bisschen Literatur, die ich dazu gefunden habe, stelle ich auch noch gerne in die Beschreibung. Also auf YouTube, je nachdem, wo das hier gehört wird, muss man da noch rüber wechseln. Ja, und dann, ich glaube, von meiner Seite war es das auch. Ich danke sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Anregung geben können. Und damit, ja, danke ich sehr fürs Verabschieden Zuhören wir uns. und wünsche einen schönen Abend. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.